weißt du, was ich aber jetzt noch mache? Ich rüste den Dolch auf der Offhand aus. Das würde aber nicht funktionieren. Habe ich auch probiert mit einem anderen Uchi-Katana. Was denn? Selbst wenn ich die Waffe wegstecke in der rechten Hand, kann ich links die Fähigkeit nicht aktivieren. Aber ich kann ja rechts die Fähigkeit aktivieren. Ja, dann musst du aber so beide in die rechte Hand nehmen. Ja. Sehr, ich will ja nur den Buff von Goldener Schur benutzen. Und dann auf mein normales Großschwert wieder wechseln. Soll ich dir zeigen, wie ich meine? Ja, aber du hast Offhand gesagt, das stimmt ja nicht. So, und jetzt bist du immer gebufft. Der hält aber gar nicht so lange, ne? Ja, reicht für einen Boss wegzuklatschen. Heilige Träne. Man hört den Teleporter hier hinten noch richtig so wabern, ne? Ja, ja. Also da könnte man auch ohne das Gespräch mit dir darauf kommen, dass hier irgendwas unkoscher ist. Er ist aber dann nicht aktiv. Ah. Teleporter ist da nicht aktiv dann. So, Abfahrt. Also wenn du nicht mit ihm gelabert hast. Oder die Einladung ist der nicht aktiv, kannst du nicht benutzen, glaube ich. Ja, das kann sein, ja. Ja. So. Den hier können wir doch auch den Drachen noch wegschnitzeln. Ja, auf gar keinen Fall machen wir den, Alter. Easy. Du von rechts, ich links. Und Abfahrt. Gnade aktivieren. Können wir dem jetzt zwei Todeswurzeln geben? Weiß ich nicht. Wäre das geil. Oh, ich bin, hab mich dran gesetzt. Er ist weg. Ja, ja. Müsste aber wieder da sein, oder? Ah, jetzt ist er wieder da, ja. Ja. Ich hab zwei. Ich geb dem jetzt mal zwei. Warte mal. Wir müssen ja auch, ich müsste ja auch die Dinger bekommen. Oh, es ist ein Cheese. Ah, wie geil. Jetzt mach du mal. Ich hab zwei. Ich geb dem zwei. Ja, dann mach. Wir kriegen nix. Schade. Okay, sind gekoppelt. Für die, die das Spiel schon durchgespielt haben, vielleicht erkennt ihr den hier ja. So, dann lass uns mal nochmal zurück. Und was machen wir jetzt? Kirche in Caelid. Oder? Kirche in Caelid. Entweder Kirche in Caelid oder in den Tunnel von Limgrave, unten beim Drachen. Wollen wir Bluthund Reißzahn schnell holen noch? Können wir auch machen. Wo ist denn der? Als wir den spielen wollen. Der ist ja, müsste hier unten ja sein. Der, nee. Ganz im Süden, bei der Spitze von dem... Der ist nicht da, wo der Bestienkönig ist. Komm, wir machen noch. Ich bekomme nämlich echt ein unbehagliches Gefühl. Komm, wir machen noch hier die Nordseite von AGLC. Und dann machen wir Tunnel von Limgrave. Das ist die Höhle da oben. Der ist da, wo du rüber zu den Bloodhounds Fang. Der ist da, wo du rüber gehst zur... wie heißt die Insel? Ah, zum... Insel der Tränen. Ja, Halbinsel. Ja, ja. Stimmt, das können wir machen. Du meinst beim Ruinen eines Wegpunkts, ne? Genau, aber ist mir egal, wir können auch woanders. Was wolltest du machen? Ich wollte jetzt in den Tunnel von Limgrave ein paar Schmiedesteine holen. Ja, dann los. Also da Nordseite von AGLC, einfach oberhalb des Sees, dann gehen wir da unten direkt in den Tunnel rein. Und AGL können wir theoretisch auch machen. Ich glaube, der ist nicht so stark. Einer gegen zwei. Probieren. Warte, wie viele Runen habe ich? Ich habe 300 Runen. Wir können den probieren einfach jetzt. Ach so, ich sollte vielleicht mal noch gucken. Ich glaube, ich habe noch 11.000. Ja, ich sollte vielleicht mal noch aufleveln. Dann mach du mal schnell. Ich strecke mir jetzt noch einen rein. Dann killen wir Agil. Dann haben wir noch ein bisschen Boss-Action.
Können ja mal den Ritter probieren, das ist jetzt gerade Nacht. Ich greife ihn an. Er ist anvisiert. Bossfight ist getriggert. Und here we go. Lag jetzt nicht getriggert worden. Wir werden noch von der anderen Seite angedingst. Ferdi ist gleich tot von ihm. Der Typ auf dem Boden nervt des Todes. Hol ich mir den jetzt mal. Boah, die hab ich. Hat die hab ich gewinnt. Boah, hab ich ihn gebacksteppt. Das ist zum Beispiel auch was ich nicht wusste. Kannst du die, während die dich sehen, trotzdem, wenn du hinter denen bist, kritisch treffen? Was, das wusste ich nicht. Er hat mich böse beim Beschwören seines Ferdis. Wir cheesen den schon, muss man sagen. Mein Pferd. Der hat mich. GG, ey, nice. Top. Boah, geil, Stoßhagel. Guck mal hier, da kommt jetzt noch so ein anderer Reiter. Ist das ein Lacher? Lacher! 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 Loser. Oh, Schmiedestein. Ich kann meine Waffe jetzt noch einmal aufwerten. Nein, ich kann meine nicht. Ich habe das eine, wo ich die Katana aufgewertet habe, war glaube ich dumm. Ja, weil der jetzt Mondschleier eigentlich haben willst, ne? Ja, erstens das und zweitens, weil ich halt jetzt zwei Uchi-Katanas habe. 1+1 und 1+2. Ja. Auf der anderen Seite, so viel verlierst du jetzt auch nicht. Irgendwann brauchst du ja die anderen Schmiedesteine ja nicht mehr. Natürlich. So, wo wolltest du jetzt hin? Komm, machen noch schnell Agel. Oder? Ja, komm. Mir egal. Der müsste jetzt gleich kommen. Ja, der ist er. Drachen mache ich persönlich gerne immer zu Pferd. Ich gar nicht. Achtung, er kommt zu dir. Zu Pferd und ohne Anvisieren tatsächlich. Ohne Anvisieren tatsächlich nicht bei jedem Drachen, aber bei vielen. Feuerspein. Achtung! It's getting hot in here! Toll, jetzt ist er da oben am Chillen. Die miese Sau da. Ich bleib mal hier unten, ne, während der Feuerspein, ne? Alles gut. Spalt, oder? Nee. Ah!
dran mehr. Was passiert, wenn ich mich jetzt an die... Oh lol, was hab ich jetzt gekillt? Ich hab keine Ahnung, was ich gekillt hab. Oh, warte mal, ich hab ihn gestaggert. Schaff ich es rechtzeitig? Ins Auge! Ja! Nein. Schön wär's. Oh, das ist Feuer. Schauen wir mal zum Trinkinieren. Ja, mach das. Ich brauche, weil ich zu Pferd bin, wahrscheinlich bei Agil noch ein bisschen. Aber den kriegen wir. Sau! Höre mal! Wieder da, ohne was zu trinken. Ohne was zu trinken? Ja. Ich hab gedacht, es wäre noch eine Flasche im Kühlschrank und ich könnte die mitnehmen, aber war nicht. Und mein Glas nochmal zu holen und nochmal zu laufen, das war's. Ich glaube, das ist gut. Ja, komm. Mühsamer Netz, das Eichhörnchen. Yeah! Sehr schön. So, und jetzt haben wir genau den Fall. Was passiert jetzt? Du kommst wieder und bekommst wahrscheinlich dann die ganzen Sachen, oder? Ich habe die ganzen Sachen bekommen, aber ich komme nicht wieder. Ah, warte mal, du bist ja auch noch gestorben, ne? Genau. Setz ich mal eine Gnade, ob dann besser, ob ich dann komme. Ich muss noch gerade deinen Death Counter höher stellen. Hab ich auch schon gemacht. So, warte mal. Der hätte eigentlich schon Drachen sterben sollen. Ich geh auch schon mal direkt zum Tunnel von Limgrave, weil da können wir uns die ganzen Schmiedesteine und alles holen. Der müsste hier am Eck sein. Ich bin ja sehr unzufrieden mit meinem Uchigatana. Ich weiß nicht, der macht an mir so viel Damage. Das heißt, du schaust mir jetzt gerade noch zu? Ja, aber jetzt laden deine Texturen bei mir, ne? Du stehst gerade mitten in der Luft. Okay, crazy. Also gehen die davon aus, die Modder sind davon ausgegangen, entweder alle oder keiner. Nee, ich glaube, es gibt keine Möglichkeit dazu, das anders zu machen. Ja, stimmt. Weil ich glaube schon bei einem Boss im Boss. Hast du dich jetzt selber umgebracht oder was war? Nee, ich habe mich. Du bist gerade gestorben, ich habe mich einfach in die Gnade gesetzt. Ah ja, dann ist das so. Sobald du dann in die Gnade gehst, bin ich dann ganz tot und komm dann wieder. Dann der Respawn. Okay, also bist du quasi auch erst jetzt gestorben. Genau. So, dann teleportiere dich hier hin, weil hierhin wollte ich ja eh. Jo. Und kann man. Hat Agil genug Runen gedroppt? Ich weiß halt jetzt nicht, wo die Runen sind. Ich muss jetzt mal gucken. Wahrscheinlich beim Fluss. Ob die irgendwo liegen oder ob ich die hab. Ja. Okay, ja, die liegen im Fluss. Da muss ich mal kurz da jetzt in den Fluss nochmal zurück. Okay. Ja, ist alles entspannt. So, ich gehe noch einmal auf Kondition, weil Kondition braucht man echt. Dann mache ich mal, glaube auch auf 12. Ah, shit, das reicht gerade so nicht. Mich würde jetzt gerne mal interessieren, was hier besser ist mit Schaden. Kann ich hier in diesen Typen mal gucken, was hier mehr Schaden macht? Nutznecken. Ob es sinnvoller ist. 1200. Ob es sinnvoller ist, mein, zwei Uchigatanas zu holen oder nicht? So, ich hoffe auch für alle, die zuschauen, die jetzt nicht so Elden Ring-affin sind, die verstehen wenigstens 71. So ein bisschen, was Stampers und ich hier machen. Wenn nicht, könnt ihr sehr gerne fragen.
Wir haben uns hier uns Builds angeschaut, mit denen wir gerne spielen wollen. Und ich gehe mehr so in die Richtung Stärke, glaube. Es gibt auch noch gleich eine Waffe, die ich unbedingt noch haben will. Die nehmen wir uns auch noch gleich. Was denn? Die Helebarde. Ach so, ja. Vom Baumwächter. Ja, den machen wir als nächstes. Ach, da habe ich die ganze Zeit gar nicht drüber nachgedacht. Deswegen willst du den ja töten. Stimmt. Ja. Habe ich die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht. Die hat nämlich den goldenen Schwur auch mit eingebaut. Und noch eine kurze Frage zum Layout. Soll ich den Rahmen weglassen beim Hallo? Ich werde mir, glaube ich, die Tage noch ein neues basteln. Jetzt fährst du hoch. Bei dir weiß ich jetzt gar nicht, ob du. Ja, ja. Hm. Ich gehe noch hier oben in den geheimen Punkt rein. Ah, okay. Ob ich den. Also die Frage ist eigentlich nur, ob ich den Rahmen weglassen soll oder das vielleicht anders machen soll. Aber ehrlich gesagt, ich finde es so gar nicht so unschön. Die hier sind bockstark, die Penner. Oh, ich glaube, ich sterbe jetzt. Oh, wie krass ist das denn, ey? Oh, das ist so behindert. Aber warum gibt's da so ein geheimes Ding, wo man rein kann und dann stirbst du, wenn du da. Ja, da oben ist nämlich noch so ein geheimer Tunnel. Kann man ja hier erfarmen quasi. Schmiedesteine? Ja. Weil der Typ ist so knüppelhaft, ich werde jedes Mal geblockt, wenn ich schlage. Weil ich ein leichtes Schwert habe. Spitzhacke. Achtung, unten habe ich schon einen getriggert. Der müsste noch hier irgendwo rumrennen sein. Der Backstab. Ja, das ist dann schon besser mit einem Großschwert. Ich glaube, die Helebarde kann ich sogar benutzen. Zweihändig, jetzt schon. Die braucht irgendwie 30 Stärke. Okay. Und dann gehen wir mal hier lang. Gestorben. Ich muss meine Dings wieder aufsammeln gehen, auch scheiße. Ah ja, tu das. Ich gehe hier schon mal weiter. Ah, hier ist noch ein Aufzug. Okay, gut zu wissen. Ich glaube, als nächstes kommt so ein Ehren... Problem ist, ich weiß nicht, wo die sind. Ehrenjäger als Stein. Ah ja, ich weiß nicht, wo die sind. Meine Runen. Ratten. Das ist jetzt nämlich, glaube ich, so ein Trickspiel, das hier. Ich glaube, die sind nämlich da oben, wo ich nur hinkomme, wenn ich mit dem Aufzug fahre. Und wenn ich aber dann wieder runter will, muss ich dann sterbe ich. Also, glaube ich, komme ich an meine Runen nicht dran, ohne zu sterben. Außer du holst mir den Aufzug nochmal, wenn ich da oben bin. Ne, das kann ich machen. Lass uns das mal machen. Ich mache mir gerade die Ratten weg. Ja, hier sind nämlich meine Runen. Scheiße. Ja, aber das geht ja. Wir sind jetzt zu zweit. Ja, ich sag ja nur, muss der Aufzug wieder irgendwie. Oh, Jesus, hier ist er. Okay, warte, ich hab hier gerade ein bisschen Stress. Ah, doch, ich komme hier runter. Ah, doch, geht. Bin unten. Okay, cool. Dann kannst du eigentlich direkt. Oh, warte mal. Du hast die Leute respawned, oder? Ah, ne. Crazy. Doch. Echt? Ja, die sind wieder da. Was? Muss auf jeden Fall hier eine andere Waffe mitnehmen, weil er da ist. Mit dem Katana kann ich hier gar nichts machen. Boah, ey, die sind so knüppelhart, die Typen, ne? Okay, wo bist denn du? Da komme ich dir gerade entgegen. Hier ist wieder hoch. Einen anderen geheimen Raum da oben rein. Ah, hier ist gar nichts drin. Wie ätzend. Bumm. Mann, da ist Schmiedestein in dem geheimen Raum, wo du warst. Nee, da war eine Rune drin. Okay. Dafür mache ich jetzt nicht mein Leben auch noch gefährdet. Gefährdung. So, jetzt gucke ich mal gerade, ob ich eine schwere Waffe habe hier. Ich komme dir jetzt entgegen. Ich nehme mal das Großschwert der Getreuen mit. Das habe ich auch. Das ist mein Schwert. Wo bist du? Hier. Für die Gegner ist das, glaube ich, besser. Ich sehe dich nicht. Ah, da bist du.
Ich glaube auch, dass ich im Kampf viel mehr Hits tanke, weil ich halt auch eine schwere Rüstung anhabe als du. Klar. So, dann lass uns mal hier drauf. Schaut's euch. Nimmst du das eigentlich auch zweihändig in die Hand, das Schwert, oder nicht? Ja, da wäre noch ein Gang gewesen oben. Ne? Macht das einen Unterschied? Ja, also zumindest psychisch. Wollen wir noch oben in den Zwischengang rein? Kann man sagen, wenn du mir sagst, wo der war. Hier dreht sich um. Also guck hier in die Richtung, wo ich hingucke. Da! Backstab. Ah, der kriegt immer keinen Schaden, wenn du. Guck mal, hier sind schon Schmiedesteine. Hat sich jetzt schon gelohnt. Achtung, er macht Feuerkram. Boah! Schön. So, Schmiedestein. Das ist eigentlich die Asche von der Waffe da. So ein Stampfen, aber ja. Danach musst du nochmal eine schwere Attacke manuell machen. Aber dann kannst du die Gegner richtig in die Luft schleudern. Ja, hab ich gerade gesehen. Schmiedestein. Aber ich glaube, hier runter geht's zum Boss, oder? Boah, doch mal gucken gehen, ist doch egal. Ja, wir können mal machen. Klar. Oh, da oben war auch wieder Geheimdings. Aber ich glaube, da ist nichts wirklich was. Ja, hier ist der Boss. Ja. Ehrenjäger! Ach, der ist dann scheiße. Oh, was? Wie schnell? Die gesprungenen Angriffe sind bei der Waffe übrigens ungünstig, weil die machen schneller diesen Haltungsschaden. Alter. Machen wir den schnell! Jetzt mit ihm. Okay, komm, der hat ja nicht mehr viel. Sehr schön. Easy. Medaillon des Brüllens. Toll. Na, dann würde ich sagen, zum Anfang und dann nochmal rein, oder wie? Ja, aber so viel brauchen wir da eigentlich gar nicht mehr, ne? Es kann, also, aber die Ausbeute der Schmiedesteine ist ja schon ein bisschen mager, ne? Ja, völlig lächerlich. Ja, also das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Bist du da? Warte, ist gerade am Laden. Ich wollte mal gerade gucken. Schmiedestein 1 ist nur bis plus 3. Ja. So, warte mal gerade. Hab ich ja. Fast. Stimmt, ich könnte jetzt auf plus 3 aufwerten. Alles darüber hinaus brauchen wir sowieso einen Schmied. Ach, haben wir ja jetzt. Okay, schade. Die Klangperlen kriegen wir erst in Leonia und in Altes Plateau. Ja, aber wir können in Leonia auch noch den anderen Schmied anlabern. Oh, mein Frautzki guckt mir zu. Oh ja, ist doch schön. Wenigstens einer, ey. Wenigstens einer. Komm, wir gehen doch mal hier rein in die Scheiße. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, wie viel ich brauche, ey. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hab, ey. Verdammte Kacke hier. Ich guck auch mal, ich weiß gar nicht, wie viele ich habe, ey. Ich hab 9 Einser und ein Dreier, ein Zweier. Wo sind die denn? Da. 9. Ich hab 12 Einser und ein Zweier. 9 Einser sollte erreichen. Ja, wir brauchen eh Zweier. Also Abfahrt. Ja, aber die gibt's hier nicht, oder? Nee. Abfahrt, weg hier. Brauchen wir ja, nicht mach, mehr. Ich geh mal in die Gnade. Ich geh zur Tafel der Gnade. Mein Frautzki hat mir ein Pikachu geschickt, die. Oh, da hat sie Bock, Pokémon Unite zu spielen, wa? Ist besser als du, du Lappen.
Bestimmt. Streit ich nicht ab. So dreckig zugegeben, stimmt. Ja. Okay, der ist geil. Der, wow. Kann ich gar nicht. So, Waffe verstärken. Mach mal der das. Katana. Großschwert der Getreuen. So, jetzt brauche ich schon zwei Schmiedesteine plus zwei. Ja, genau, zwei. Ich auch. Das ist schon nicht cool. Komm, wir gehen jetzt zum Baumwächter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Zum ersten Schritt. Wir machen den Baumwächter jetzt tot. Hä? Was ist jetzt hier los? Wir werden Baumwächter töten. Baumwächter Kili. Ja, das ist der eigentliche Endboss da hinten, ist er. Oh. Das ist die erste Begrüßung. Ich weiß gar nicht, welche von Ellie oder der erste Schritt? Erster Schritt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gegen den gestorben bin, ne? Weil ich ganz am Anfang gedacht habe, du musst den töten. Ihr müsst euch vorstellen, klein Beagle Place kommt hier lang. Oh, guck mal, der kann dir bestimmt sagen, wo hier der Weg ist, ne? Und dann BAM! Bist schon dran? Ja! Ich werde ihn töten! Warum machst du sowas? Ich bin hier gerade noch voll oben am Labern gewesen, ey. Ja, kannst ja. Lass schön aufhalten. Beritten ist das hier sowieso schon ein ganz anderes Gastbiergeschäft. Der muss dich da erstmal treffen! I'm dead. Ich setze mich mal in die Gnade, vielleicht kommst du dann wieder. Ja! Bin ich wirklich. Ihr seid gestorben. Nicht bereitbare Gebiete. Ich habe im Übrigen keinen Gegenstand bekommen, ne? Nee. Nee. Komisch. Du! Was denkst denn du, wer du bist, hä? Ich weiß auch mal da runter. Ich will deinen Hellebarden haben. Alter, der reißt hier auch den kompletten Wald um. Ja, ja. Der ist schon stark. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich mal absteigen soll und probiere. Oh, okay, er hat mir die Wahl abgenommen. Ja, Locke. Oh. Aber das war auch scheiße, weil ich hatte nicht genug Zeit zum Aufstehen. Ging nicht. Hatte nicht genug Zeit zum Aufstehen. Heftig. Ah, weg. Da schaffst du selber nicht um den Weg nach Hause, falls du noch so guckst. Angriff! Eigentlich kann man den so cheesen auf dem Pferd, das ist ekelhaft. Guck dir das immer an. Ja, aber dann schnell. Weg! Lass ihn schlagen. Rangeritten. Weg. Schlagen lassen. Schlagen. Ist das ein lächerlicher. Ein lächerlicher, lächerlicher ist das. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so lange gebraucht habe. Macht das einen Unterschied, wenn du in dem Moment, wo du gehittet wirst, keine Ausdauer hast? Stimmt. Und du dann aufstehen musst, weil das länger dauert? Ganz bestimmt. Ich hatte keinerlei Chance. So bin ich eben auch gestorben. Weg, weg, weg! Boah! Schön. Haben noch zwei oder drei Schläge. Haben wir. Eins. Zwei. Es ist sie hier!
Jawohl, aber nicht Gnade mit dir, hopp. Oh. Goldene Hellebarde. Oh, die goldene Hellebarde. Hm. Dann will ich aber jetzt als nächstes auch mein Schwert haben, du Sack. Ja, dann gehen wir jetzt dahin. Oh Gott, ich sehe schon, da wird der Bruch. Mach mal Lindwurm, ey. Stempers. Du ja. Bist gestorben, ne? Habe ich ja noch gar nicht. Habe ich ja noch gar nicht hochgezählt. Ich habe aber hochgezählt. Ja, 16, ne? Ja. So, warte mal. Oh. Ich kann die einhändig noch nicht nehmen, aber wie sieht's zweihändig aus? Kann ich sie immer noch nicht nehmen, scheiße. Ich kann sagen, das macht keinen Unterschied. Doch. Da kannst du nämlich. Da wird das 1,5-fache von deiner Stärke gerechnet. Echt? Oh, hm. Da ist die Munition zu Hause. Hä, hey, ich habe aber 22 Stärke. Ah, warte mal, was ist mit Glaube? Vielleicht brauche ich da noch was. Ja, ich brauche 14 Geschick. Ich brauche 14 Geschick. Ist das crazy? Oh ja, ich mach auf. Hallo, nicht hier reinkommen, ich hab Kamera an. Ne? Du kannst hier hinkommen, aber nicht so weit, ne? Alright. Ja, dann ja, ab nach Kaelit. Du? Ich hatte dir zugeguckt und ich hatte dich gerufen und wieso hast du mich nicht gehört? Ich kann dich doch nicht hören, wenn du mir zuguckst, Schatzi. Nur der Papa. Ja, aber du hast ja kein Mikrofon an deinem Handy, obwohl du da mit mir reden kannst. Ich. Oder hast Felix die Schnulli rausgeschmissen? Wie cute. Habt ihr das gehört, Chat? Geil. Also, du willst jetzt der Moon Whale, ne? Ja. Wollen wir vorher noch den Schummeldrachen machen? Das können wir machen, ja. Für die dicke Rune Donation. Können wir machen. Okay, dann machen wir das. Mich ärgert es, dass wir immer noch keinen Rastpunkt in Kaelit haben. Ja, dann lass uns das, ja, dann machen wir das jetzt. Dann gehen wir jetzt dahin. Und Abfahrt. Also, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist uns noch dick Runen reinknallen. Ja. Hier kommt der Invader, hier oben bei der Kirche. Aber da können wir, glaube ich, noch einmal unsere Flaschen aufwerten. Bist du denn überhaupt? Ja, ich bin hier hochgeritten. Ja. Kommst du zu mir? Nee, ich spiele nicht. Ach so, ich bin ein paar Meter weiter über dir. Nee, Schatzi, jetzt gerade nicht gleich, okay? Ich sehe dich aber auch auf der Karte nicht. Weil ich steig ab. Du müsstest jetzt nur einen Weg hochgucken. Hier bin ich. Nee, ich glaube, wir sind gerade ganz woanders. Nein, weil ich sehe dich doch. Was ist denn, Henry? Guck hier. Hoch, 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 hoch. Du gehst runter. Ja, aber da bist du bei mir. Henry, was? Ich hab dich nicht gefragt. Ja, ich ruf dich dann. Hier, guck mal. Ja, da war ich aber. Lass hoch zur Kirche gehen, da werden wir Invader machen, den Invader kaputt. Singt schon wieder. Wir sind alle Dorfkinder, scheiß auf eure Stadt. Hallo. Ist hier kein Invader? Sieht so aus. Doch, da vorne. Achtung, Achtung. Ah, da kommt er jetzt. Anastasia, die alte Sau. Seh ich immer noch nicht. Sehr witzig übrigens. Na, weil sie wahrscheinlich Damage kriegt, ne? Boah, die macht wilde Schläge. Ja. Aber ich kann auch irgendwie, mache ich dir nichts. Nein! Dran. Sie hat mich! Ah, doch, jetzt. Sie hat mich, sie hat mich. Mich auch. Wie ekelig.
Da waren wir zu arrogant, sage ich dir. Da waren wir zu arrogant. Ja. Wir sind immer gleich feiern. Ich glaube mal, ja, 20 vor 6. Ich habe auch schon Hunger. Oh, die steht direkt hier rum, die Bitch. Und so bewegt sich nicht. Ah, doch, jetzt. Was? Wie schnell haben wir die jetzt aus dem Leben geholt? Ah. Heiliger Skorpion-Talisman. Ist der nicht gut sogar? Gucken wir doch mal. Stärkt heilige Angriffe, senkt die Schadensresistenz. So, dann lass uns mal noch zur Höhle laufen und dann gucken wir mal. Ich glaube, da müssen wir aber hier rüber, ne? Ja, von Limgrave rein. Hier unten runter raus, ne? Da unten ist noch Eren. Jäger! Okay, ich muss noch eins runter. Ja, da springe ich nicht runter. Ja, ich muss gleich los. Die Kinder, die rasten da aus. Okay. Aber dann halten wir uns das für nächste Session. Da macht ja gar nichts. Hat schon deiner angelaufen, ne? Felix, was ist passiert? Da machst du eigentlich Damage, ey. Ich denke, die ganze Zeit, der Damage kommt von dir und ich mach keinen. Naja, kommt auch von dir, ist von deinem blutigen Schnitt. Hörst du mein Kind schreien? Nee. Im Stream, aber. Ich geh mal grad gucken. Felix! Ich weiß aber gar nicht, ob hier der Höhleneingang ist. Ne? Ich glaube, da sind wir nämlich schon vorbei. Der ist über uns. So, das heißt, wir müssen doch oben bleiben. Ja, dann komm her. Power, mach die Kamera aus, komm schnell. Ich halte voll drauf zu. Sven, wir sind zu niedrig. Ja, ich weiß. Komm schnell, Felix, komm! Aber auch nicht hier, wir müssen noch einen höher, wir müssen in der Kaelid-Ebene ran. Komm schnell. Ja, du musst von oben hinten rein, ja? Ja. Guck mal hier, Felix. So. Das ist cool. Ich glaube aber auch hier sind wir noch zu niedrig, ey. Das gibt's nicht. Nicht drücken, Felix, nee. Aber ich freue mich schon extrem auf die nächste Session, ne? Da können wir noch überlegen. Also ihr seid auch herzlich eingeladen, lieber Chat oder liebe Chats von Stampers und von mir, euch zu überlegen, mitzuüberlegen, wie wir so ein bisschen Spice reinkriegen können. Henry, kannst du mir mal Felix Schnulli bringen, bitte? So, keine Ahnung, so extra Challenges, so Strafen, wie zum Beispiel, als Stampers ja eben gestorben ist. Hat der die ganze Zeit irgendwelche Debuffs bekommen, dass du irgendwie sagst, du musst jetzt noch für deine nächsten 3 Tode damit rumlaufen oder so. Du darfst dann nicht am Bonfeuer rasten. Solche Kleinigkeiten. Ich hab die Höhle. Okay, wo bist denn du? Drin. Wo bist denn du? Ich aktiviere die Gnade, dann kannst du kommen. Ja. Was ist denn, Henry? Könnten natürlich noch... Verdammt, ich kann die Gnade nicht aktivieren. Hier oben sind Ritter. Ah, dann weiß ich auch, glaube ich, wo du bist. Ach du liebe Lieschen. Was hast du? Naja, dann darf ich mich killen, okay? Also, wenn du Feuer siehst. Der hat mich gekillt, weil ich nicht aufstehen konnte. Dann rufst du mich. Oh ja, du bist tot, krass. Oh, ich habe jetzt auch die Essenz der Fäule bekommen. Ja, beruhig dich mal bitte. Ich habe die auch bekommen. Okay. Jetzt habe ich sie auch bekommen. Wir haben die Lampe. Oh, Dunkelschmiedestein 2, brauchen wir. Wir haben die Lampe immer noch nicht geholt. Ja, weil wir nicht in Lyonia waren. Ich setz mich an die Gnade, ich mach das weg. Das feuer ich aber so weg. Ich will die Fäule da nicht mehr haben. So, jetzt Felix nicht drücken. Wo hast du gesehen? So, jetzt bin ich in die Gnade, jetzt kannst du kommen. Wo hast du die gesehen, die Essenz der Fäulnis? Im Inventar. Im Inventar. Ja, aber wo genau, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, das heißt, wenn man jetzt so einmal grob durchklickt und man sieht die nicht, dann dürfte die weg sein. Okay.
Okay, ich gehe davon aus, dass sie weg ist. Sehr schön. Was? Du bist gestorben. Das war heftig. Voll durch. Ja, ich bin beim, musste mal im Stream nachgucken. Ich bin beim, nein, Felix Fingerig vom Controller. Beim Kampf gegen einen bin ich 2 Etagen runtergefallen und da standen dann auf einmal 6 Leute neben mir und dann war Feierabend. Crazy. Felix, bist du überholt? Du kannst dich hier nicht selber umbringen, Felix. Nein. Hier, nur die drin lassen, Abmarsch. Also meiner Auffassung nach ist es hier noch zu früh, ne? Ich glaube auch. Aber wir können ja mal gucken gehen. Aber man kommt auch von dem Grave rein, 100%. Ja, du kommst von zwei Seiten rein, aber du musst, glaube ich, dann kannst du, glaube ich, nur von hier aktivieren und frei machen. Ah, ich brauche wieder ein großes Schwert für die Nase. Das ist krass. Ja, weil allein die nerven ja schon die ganze Zeit. Und die Ritter sind auch nicht so. Nee, ich weiß es sogar. Alexander ist ja hier auch in der Höhle. Und du kannst eine Tür aufmachen hier auf der Seite. Ah. Und da kommst du nur hin, wenn du quasi dann. Ja, genau. Runter, wenn du willst. Aber hier ist Schmiedestelle Level 3, ne? Immerhin. Oh, Felix, ey, bitte. Was möchtest du denn? Komm mal bitte, Max, hier ist noch ein Ritter. Oh, nee, der ruft jetzt seine Leute. Scheiße. Aber ich glaube, zu zweit können wir das schaffen. Ja. Ich selber gekillt. Jesus. Felix, was ist denn mit dir? Gib den Schnulli mal auf, schnell. Kann das sein, dass der müde ist? Ich bin bei dir, Max, bleib am Leben. Weil wir sind kein Bosskampf und solange wir hier jetzt quasi überleben, können wir uns gegenseitig helfen, ja. Boah, Alter, das mit dem Feuer ist aber echt fies. Ich kann die Idee nicht viel ausrichten, weil ich halt wirklich nicht gegen die kämpfen kann. Ich muss die Feuer werfen. Ich kann die nur mit meiner Knappe, meiner Fähigkeit machen. Warum ich sowieso so squishy bin, ey. Sehr schön. Am Kolosseum war ich noch gar nicht. Das können wir auch nochmal in der Deal. Da stand gerade Kolosseumsränge. Habe ich noch nie gemacht. Kann man da im Rang aufsteigen. Schönes Ding. Das ist halt Multiplayer, ne? Was gibt es dafür? Keine Ahnung. Boah. Das ist bock schwer. Penner da. Krass. Das Problem ist, ich kann halt auch wirklich nur mit meinem Talent angreifen. Das ist das Schlimme. Ich will nichts sagen, aber du bist in der Zwischenzeit gestorben. Ja, ich muss noch einen Counter machen. Genau, gut, jetzt auch. Ich bin bei 19 gerade bei dir. 19? Kann auch sein, dass ich es einmal vergessen habe. Oh Gott, wo kommt der her? Sausack. Max, ich glaube, wir müssen Feierabend machen. Ich muss mal erkennen. Ja. So, super, da haben wir den ganzen Spaßtunnel für nächstes Mal, ja. Oh Gott, ey. Oh, goldener Federtierfuß. Oh, nice. Sehr schön. Und Skarabäus kann man da auch ziemlich früh finden, oder? Ich hab keine Ahnung. Das sind solche Kleinigkeiten, die wir uns wohl noch anschauen. Für die nächste Session. Komm, lass mal noch kurz runtergehen. Ja. Und dann müssen wir uns nur noch überlegen, wann wir überhaupt das nächste Mal zocken können. Ups. Oh, fuck. Du rufst hier niemanden. Das Alter. Das wäre einer. Toll, er hat ihn aufgeschreckt. Oh nein! Oh. Genau zeitgleich getroffen. Felix, komm bei dem Papa schnell. Papa macht jetzt aus.
Nein! Oh Gott, ey. Hier ist ein Geheule gerade, ey. Das ist crazy. Ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt beim Magma-Lindwurm und bei der Tür, ne? Ja, dann warte ich, komm. Felix, was ist denn mit dir? Der ist ja völlig hier am Ausflippen. Na, ich hab die Gnade. Du kannst zu mir teleportieren. Ja, warte ich. Muss noch jemand Zeug einsammeln. Also wir könnten... Also ich vermutlich... Es macht jetzt keinen Sinn. Aber wir könnten einmal Magma-Lindwurm probieren. Ja, wir gehen auf jeden Fall rein. Ich glaube zu zwei, aber der macht halt schon viel AOE-Damage, der Penner. Ich muss noch kurz eine kleine Rune aktivieren, dann kann ich tatsächlich auch... Ja, hier kommst du raus. Ja. Alles gut, Schatz. Was macht ihr hier? Wie baden? Ich hab mir hätten wir nichts essen. Hier soll ich denn jetzt hochkommen, oder... Ja, dann machen wir noch ein bisschen. Okay, ich mach Geschick auf 14. Perfekt. Oh, perfekt. Ich glaube, ich kann die Helebade rechtzeitig nehmen. Ich glaube, ich kann die Helebade nehmen. Was denn? I can take it. Why? Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Wir haben die Helebade. Warte mal kurz, Max, ich muss gerade was. Wo ist die Tüte? Komm mal hier. Kommt man nicht vorbei am Dickwanst. So, und wo wäre das jetzt hier? Ach, hier, schau mal. Och, wie doof. Hier sind übrigens noch meine Seelen von eben. Vielleicht kriege ich die noch eingesammelt. Da haben wir nicht mehr so viel Zeit. Die Session endet leider gleich. An die gerade zuschauen, wie fändet ihr das besser? Ein Riesenpart oder zwei kleine Parts? Oder vielleicht sogar drei Parts? Ich kann die Dings nehmen, ne? Dings? Die Helebade. I have it. Achso, hast dich aufgelevelt. Mhm. Ist das hier Deko oder ist das hier Schmiedestein? Oh. Ich schaue gerade die Fatwall. Warte, bis du reingehst. Ja, das hast du spät gesagt. Ja, klar. Ich bin wieder Arsch, ne? Okay, here we go. Oh, ich muss erst durch den Nebel. Here we go. Boah. Oh, lol. Macht der Damage, aber den könnten wir kriegen. Ah, die Lava ist halt immer kacke. Boah, allein wenn der latscht, macht er schon Damage. Oh, ich bin tot. Klasse, da wird es schon so einfach. Das waren wir sich selber voll gepackt. Aber wir haben ja jetzt den Speicherplatz. Ja, wir sind am Start sogar. Sonst lass uns doch schnell den Schummelwachen machen und dann dahin gehen. Das ist auch eine sehr gute Idee, weil dann ist er weg. Mach mir nix, mach mir nix. Brav. Oi. Ins Auge hinein.
an, das macht so keinen Spaß, dass der Damage macht, wenn der sich bewegt. Ja, das stimmt. Na, krass. Also wir beide kriegen einen dazu. Ich bin der Meinung, dass wir den vielleicht sogar jetzt schon hinkriegen könnten, aber ich bin auch null dagegen abgeneigt, zuerst den Dings zu machen. Warte mal kurz, ich bin gerade am gucken. Ich weiß, wo der goldene Skarabäus ist. Der ist gar nicht so weit weg. Können wir machen. Und zwar in Kaelet. Warte, lass uns mal dann raus teleportieren. Wir können von hier nicht raus teleportieren, wir müssen erst rauslatschen. Ja, das ist ein schlimmer Latschen mal halt raus. Aber dann müssen wir hier hinten raus. Ich bin falsch gelaufen. Ah, ich auch, ja. Dann können wir nämlich den Schummeldrachen mit dem goldenen Tierfuß und mit Dings machen. Hört sich gut an. 100.000 Seelen, oder was? So, okay. Wo müssen wir hin, Meister? Ja, ich muss gerade selber gucken. Ich gehe mal zur schwelenden Kirche, weil da scheinst du ja zu sein. Clean Rod Knights. Moment, show all. Abonded Cave müssen wir. Und zwar ist die, wenn da das Dingen ist, ist die... Moment, ich muss das schnell ein bisschen besser gucken. Schnell eine Arznei. Die ist dann da irgendwo. Und Ausdauerschub hört sich eigentlich gut. So, ich lade schon mal los. Vielleicht kriege ich ja unterwegs noch eine Gnade oder so. Ich werde ja mal die Gnaden auf der Karte aktivieren. Oder sind ein paar, ja. Oh ja, da können wir doch ein paar mitnehmen. Okay, das direkt. Ah, okay, du machst jetzt den Rundgang. Dann können wir uns eventuell noch Flamme gibt mir Kraft holen, ne? Ja. Kann nur helfen. Mal hier weiternehmen. Wo gehst du hier immer lang? Okay, da. Ich gehe nämlich so, also mein Weg ist normalerweise rechts runter, deswegen. Ja, manchmal mache ich das auch, aber. Und gut, hier kommen ein paar Zombos, ne? Weiß ich nicht. Ich bräuchte jetzt Dunkelschmiedesteine, ne? Muss ich mal schauen, wo man die herkriegt. Ein paar haben wir doch schon. Ach du Scheiße. Was ist passiert? Ich seh dich gar nicht. Ah! Bist denn du rübergelaufen, ey? Teleportier dich um meine Gnade, wenn es soweit ist. Dann. Ich könnte nicht teleportieren, hier sind die Bonzo-Wölfe. Ja, wenn du tot bist. Hast du die hier schon aktiviert? Ja, die nächste habe ich schon aktiv. Oh, guck mal an! So, die nächste Gnade ist... Wir werden so über Godric drüber rollen, da freue ich mich richtig drauf. Ah, wir müssen, wir müssen hier... Wir werden Godric so zermalmen! Meinst du? Ja. Godric wird keinen Spaß haben. Ich mache hier gerade eine Sidequest. Boah, das war knapp, Alter. Ich bin fast verreckt. Scheiße! Bei dem. Oh, du bist behindert, Max. Wo bist du denn jetzt? Du kommst hier nicht nach. Kann er nicht helfen, weil er gut ist? Nee, kannst du nicht. Der eine ist wieder geheilt. LOL.
Guck mal, ich kann dir jetzt zugucken, wo du da rumrennst. Und wenn du beim nächsten Bonfire bist, bin ich schon wieder da. Rasten bitte. Wieso rasten? Damit ich wiederbelebt werde. Du musst dich eben nicht. Achso, ich habe dir nur aktiviert. Ja, sorry. Ich habe ja nicht gesessen dran. Ist ja gut. Ich hoffe, der Fokus von diesen Viechern geht dann weg, weil ich kann im Moment noch nicht mal eine Karte aufmachen wegen diesen Lebensleisten von den Dingern. Ja, der müsste jetzt weggehen. So, nehmen wir uns noch die Karte, wa? Ja, war ein bisschen wild. Ich fand die Idee ganz charmant. Ist immer noch nicht weg, der Fokus. Natürlich. Bei mir nicht. Siehst du immer noch die Lebensleiste von dem? Ja, wahnsinniger Kürbiskopf, Hammer und Pflege. Krass. Muss ich jetzt verrecken, dass die weggehen? Ja, oder guck mal, ob du einfach rein und wieder rausgehen kannst. Das wäre die cleanere Lösung. Oh, hier ist ein dicker Skarabäus. Okay. Wo bist denn du gerade? Ach, du bist da unten, ne? Ich komm mal zu dir. Dann sind wir wieder zusammen. Ich bin nicht kaputt, krass. Oh Gott, nein. Jetzt ist er runtergefallen. Und ich krieg nichts von ihm. Ich muss rausgehen hier. Scheiße. Mach doch sowas nicht ohne mich. Das war die Sidequest. Das war ein Beagle, der wieder einfach irgendwo rumgepinelt hat. Ja. Das war die Sidequest. Naja. Aber warte, in der Zwischenzeit gucke ich dann, ob ich wirklich noch irgendwie Dunkelschmiedesteine habe. Damit ich die Waffe aufwerten kann. Wenn ich die jetzt schon auf plus 4 oder so krieg. Mashallah. Ich hab einen. Von jeweils. Von 1 und von 2. Ja, das ist doch schon. Das ist doch schon mal gut. Okay, das da zählt aber jetzt nicht. Was denn? Ey, ich bin bei der Tafelrundfeste bei dir gespawnt und bin instant gestorben. So, nee. Ich hab irgendwie nur komisches Licht gesehen und bin verreckt. I can. Ich kann sie aufwerten, geil. Ich brauch nur Runen. Oh, ich glaube, ich hab noch nur Runen. Mal gucken, wo die Höhle ist jetzt. Ich könnte nicht. Okay, das ist immer gut zu wissen. Ich könnte gar nichts. Ich habe sie einmal aufgewertet, das reicht ja. Okay, wo bist du gerade? Oben bei dem letzten Bonfire, was wir aktiviert haben, da in der Nähe. Bester Drachenhügel. Glaube ich jetzt Richtung Höhle. So, hier ist die Höhle. Okay. Ah, okay, scheiße. Wir müssen von unten da rein. Kommen wir denn da runter? Müssen wir ganz von unten hinlaufen? Ach, scheiße. Ich hätte eine Idee tatsächlich, wie wir da relativ einfach hinkommen. Wir können ja in diesen Sumpf teleportiert werden mit der Truhe da. Irgendwo? Weißt du, wie ich meine? Wo? Mit der Truhe. Ja, welche Truhe? Die Truhe bei Agil, beim ersten Drachen. Keine Ahnung. Da gibt's auch noch Ruinen. Da kannst du in die Truhe reingreifen. Ah, hier ist aber doch auch ein Geheimgang. Ja, genau. Hier ist doch noch so ein kleiner. Ich möchte auch noch zum Drachenmutter. Wo ist die denn nochmal? Hier ist noch eine Höhle, genau. Krass. Oder sind wir hier sogar schon richtig? Wir könnten hier sogar schon richtig sein. Ich hab Greyroll gefunden. Ich hab die Drachenmutter gefunden, ne? Und ich hab die Höhle gefunden. Okay, ich aktiviere mir jetzt hier noch. Welche Höhle meinst du? Verlassene Höhle, ich hab sie gefunden. Oh fuck, das hab ich vergessen. Oh, das hab ich vergessen. Was denn? Dass hier Scharlachfäule ist.
ich bin tot. Und der zählt. Ja gut, ich konnte nichts anderes machen. Ja, ich bin da rein und ich fäule und... Ich habe jetzt nicht gelacht, weil du gestorben bist, sondern weil ich hier noch so richtig schön sitze und sage, ja, aber der zählt. Komm zu mir, ist wir das machen die Höhle? Warte kurz. Du bist ja bei mir. Hallo. Ich habe zu wenig Geschick fürs Uchigatana, no! Weißt du, das ist die Höhle, ja. Welche Höhle meinst du? Also was kriegen wir davon? Den goldenen Skarabäus. Ah! Problem ist nur hier, ist Fäule ohne Ende, ne? Meinst du, schaffen wir es trotzdem? Ich weiß es nicht. Ich muss mir jetzt gerade mal kurz angucken, wo man rüberlaufen muss, dass man da nicht so oft und lange in der Fäule ist, weil ich habe gerade festgestellt, sobald die Fäule sich aktiviert, bin ich wohl nicht tot, ne? Ja, Schalafäule. Flamme, heile mich. Wir müssen das holen. Das wäre halt aber geil, wenn wir den Drache töten, wenn wir den Skarabäus haben. Von mir aus können wir es gerne probieren. Ich bin ganz bei dir. Wir können den Skarabäus. Ja, dann los. Verlassene Höhle. Die Gnade habe ich aktiviert. Aber was ist mit. Ich meine gerade, Flamme heile mich, der Zauber. Damit geht Scharlachfäule weg. Ja, aber wo hast du den denn? Den kann man Kaled irgendwo aufsammeln, glaube ich. Das müssen wir nachschauen. Ich weiß es nämlich nicht. Also, wir können es auch so versuchen, ne? Wenn wir es irgendwie schaffen ohne Scharlachfäule, aber wir können bei Scharlachfäule nicht gegenheilen. Das ist keine Vergiftung. Ich kann mal gucken. Equipment. Sorcery. Rock Sling, Rock Blaster, Star of Ruin, Crystal Torrent, Eternal Darkness. Also in Kaelid ist der anscheinend nicht. Blame grant me strength. Das ist was anderes. Ja, ich bin aber gerade am gucken. Moment. Poison Armament, Pest Threats. World of Flame. Cleanse me Flame heißt es, glaube ich. Auf Englisch. Effect of Crucible Tale. The Flame of Frenzy, Poison Mist, Flame of the Fell God. Ist auch nicht. Search of Flame. Cleanse me. Oder Cleanse me, Flame heißt es. Ah, Flame Cleanse me. Ja. Cleanse me. Ja. In Leonia. Wollen wir da jetzt einfach durchreiten? Aber es gibt doch auch so Boli, die das machen. Warte, ich. Ich guck mal gerade, ich habe hier ganz schnell ein Videoline offen. Wo der hinrennt. Runter, geradeaus. Also wenn wir jetzt nach Leonia müssen. Also die Scharlachfäule scheint nur am Anfang zu sein. Bis jetzt sehe ich sonst nichts mehr. Okay, der kommt auch so durch. Durch die Höhle. Mhm. Da kommt zwar nochmal Scharlachfäule, aber. Dann ist YOLO-Mode zu kommen. Wir müssen noch ein bisschen unterhalten. Ja, wir müssen mal hier gucken. Hier müssen wir rüber. So, und da vorne ist. Oh, fuck. Oh, ich hab's geschafft. Ich nicht. Ich hab's. Oh, dann hätt's wollen müssen. Ah, okay. Scharlachfäule wird aber nicht weniger irgendwie. Wird immer noch mehr. Ich bin instant dead. Okay, sie wird bei mir nicht mehr getriggert jetzt. Das war mein siebter Tod. Wir sind überinflationär viel gestorben. Ja, ist so. Das muss Problem ist, ich kann jetzt nicht gegenhalten, ne? Ja.
Aber die wird bei dir nicht getriggert, oder was? Ah, krass. Scheiße ist das. Und ich bin tot. Ja, ist das zäh. So, okay, ich hab's schon mal bis hierher geschafft. Ich hab meine Runen immerhin wieder, ne? So. Man muss es immer nur bis zum nächsten Checkpoint schaffen. Das hier ist übrigens eine Iron Maiden. Warum ist die gut? Sven, schaffst du es bis hierher? Oder schaust du dir gerade irgendeinen Cheese an? Wo bist du denn? Ich bin hier bei der Iron Maiden und durchgerollt. Also du bist da durchgegangen, oder was? Mhm. Jetzt warten wir ab, bis bei dir die Scharlachfeule weg ist. Die ist bei mir nämlich weg. Crazy, Alter. Ich bin instant dead hier. Ich bin hier instant dead. Ich weiß auch gar nicht, also du bist ja instant weg. Ja. Und den Debuff lasse ich mir nicht anhängen. Ne, wir kommen hier ohne, also selbst Flamme heile mich, würde ja nichts bringen. Ich bin durch. Echt, bist du hinten beim Boss? Nee, das nicht. Und weg. Oder? Ne, du hast es bekämpft. Ah, okay, die Scharlachfäule macht dich instant dead, wenn du durch so eine Fontäne gehst, ne? Wo bist du von hier aus hingerollt? Ja, nee, lass es sein. Ja? Ja, ja. Wieso? Ich hab, um bis hier hinzukommen, habe ich Immunität gegen alle Zustände gemacht. Du alter Schlawiner, darum warst du auch so ruhig. Das war also... Ja. Ich werde jetzt auch hier nicht weitermachen. Nüchtig! Hier, ich bin... Was ist denn? Ich bin nochmal gestorben. Was kann ich? Guck jetzt mal gerade hier. Ich glaube, ich bin jetzt hier beim Boss. Nee. Boah, ist die krass. Ah, du hast gerade geschlurft, gell? Also du warst gerade an der Gnade, ne? Ja, weil ich gestorben bin. Ich möchte an diesem Ort nicht mehr sein. Nein, nein. Also an alle, die jetzt gerade zugucken und sich wundern wollen, what the fuck ist mit Stampers los? Ich habe gerade Skill aktiviert. Einen Mod angeschaltet, um zu gucken, was hier Sache ist. Weil, ja, ich bin jetzt gerade beim Boss. Geh jetzt rein und lass mich sterben. Weil, bis wir da sind, das ist richtig heavy. Ich probiere jetzt mal, ob ich hier richtig. Wie viel Schaden ich mache. Ja, auch nicht viel tatsächlich. Ich gehe schon mal in die Gnade. Weil das Ding ist, ich kann Slampers hier nicht helfen. Entweder müssen wir beide sterben oder ich muss an der Gnade rasten. Ah, oh, das hier schaffen wir eh nicht. Das ist ein Reihenfäule, Ritter, und davon kommen zwei. Ich sehe die Lebensbalken. Spannend. Also ich kann jetzt hier durchgehend Damage machen, weil ich noch unendlich HP an habe. Aber das ist... und ich habe Schläge ignorieren tatsächlich an. Ja komm, dann machen wir jetzt zum Abschluss einfach Grey Roll. Mit dem Fuß. Das war gerade meine. Ah ne, das war nicht. Warte. Ich buff mich mal gerade und dann mache ich mal einen starken Angriff. Achtung. Warte. Ah doch, aber geht schon. Geht schon, sagst du? Geht schon, aber die gehen mir trotzdem nicht kaputt. Okay, ja, ist ja okay. Kann man es ja eingestehen, ne? Ja, nee, schaffen wir nicht.
So, hier, wir schauen mal gerade zu. So sieht das aus gerade bei Stampers, ne? Das bekämpft er gerade. Und tot. Du musst deinen Death-Counter nochmal aktualisieren, mein Freund. Ja, ja, jetzt. Du bist bei mir auf 23, nämlich. Im Leben. Ja, doch, klar, genau. Zwei Stück waren jetzt weg. Einmal eben mit der Dings noch. So. Jetzt, guck mal, jetzt bist du gestorben. Das ist gut. Ich vertreibe mal die Zeit, dass sie komplett weg sind. Jetzt hab ich den Kram, ne? Den du eben hattest. Und es geht nicht weg? Ja. Lass mal jetzt nochmal an der Gnade rasten, dann mit mir zusammen. Vielleicht bringt das was. Oh ja, das ist ein guter Tipp. Ansonsten hättest du mal kurz auseinander machen. Ne, ich höre immer noch die Mucke vor allem. Ich mache ja, mal Zeit vertreiben. Weil der Grey Roll besiegen dauert auch nochmal ewig, oder? Hm. Dann bestimmt 10 Minuten weg, wenn das reicht. Das kann sein, ja. Aber. Oder? Das ist auch sehr entspannt. Also, ich würde jetzt einen Vorschlag machen. Ja. Der Drache wehrt sich nicht. Ja. Er stirbt eh. Ja. Also, wenn du willst, mache ich für den Zeitverlust einfach gerade One-Shot rein und wickst den weg. Warte mal, ich hab gerade ganz andere Probleme. Ich muss gerade selber aus dem Spiel raus und wieder reingehen, ne? Ach nee, echt jetzt? Ja, ich hatte den Krass. Bug immer noch. Ich hatte den Bug heftig. Immer noch. Das ist heftig. Aber ist nicht schlimm. Ich gehe gerade schnell wieder rein. Aber alles wird nicht aktiviert, gell? Guck mal, wenn ich jetzt bei mir alleine bin, dann mach die Karte auf. Wegen meiner können wir Crayroll mit dem Dings machen. Mit deinem One-Shot-Cheat. Mhm. Einfach nur, weil du recht hast. Das ist ein Zeitersparnis. Sag mir Bescheid, wenn ich beitreten kann. Ja, ich aktiviere gerade noch schnell den Topf. Okay, da komm her, Kirito. Du kannst. Ich gehe schon mal zu Grey Rolls Bonfire. Wo habe ich es aktiviert? Hier über Festung Farod. Ja. Lass mich jetzt mal gerade gucken. Aber denk dran, bevor du den dann haust, musst du den Fuß fressen. Den Fuß essen. Das ist kein Problem. Ich kann natürlich auch schon mal ein bisschen anhitten und gucken, wie viel Damage ich mache. Kannst du machen, klar. Dann seht ihr nämlich mal, wie lange das dauern würde. Ist gar nicht so lang. Können wir eigentlich nicht so machen, wa? Ich buff mich mal schnell. Hier kommen auch übrigens die kleinen Drachen. Die kommen am eigenen Flügel von der Mutter nicht vorbei. Ich glaube, wenn du die Blutung kickst, dann macht das natürlich schon noch viel mehr Schaden. Ich treff den gar nicht. Krass, wieso nicht? Schon. Also wir müssen halt Blutung kicken, ne? Das hier nützt alles nichts. Wir müssen irgendwas mit Blutung machen. Aber irgendwie trifft doch nicht jeder Schlag von mir, ist irgendwie komisch. Ne, ich gehe auch mal hier näher. Hier, bam! Jetzt deckt die Blutung. Bei mir kommt gar kein Blut, irgendwas stimmt da nicht. Ja, du triffst ihn tatsächlich nicht, oder? Jetzt treffe ich. Treffe ich ihn nicht. Hä? Hey, du bist gleich tot. Ich? Ja. Ja, Gott. Ich zieh mal gerade meine Rüstung aus. Dann verliert mich weniger Ausdauer. Oh, Alter, guck mal, wie wenig Leben wir hier aufgenommen haben. Ja. Komm, vergiss es. Ja, komm, lass es. Du bist ein Federtierfuß, komm. Okay, auf 3 hab ich. Ich hab meinen schon gegessen, mein Buff ist da. Hab gegessen, mach.
Weg! Weg! Oh, selbst das one-hittet ihn nicht. Siehst du das? Ja. So. Und jetzt Schmackofatz, 90.000 Runen! Boah, 100.000. Und die ganzen Mini-Drachen, ey, ist das geil, ey. Ich habe jetzt 109.000. Sofort an die Gnade alles ausgeben. Auf jeden. Und dann wartet er in der nächsten Session auf uns, der Magma-Lindwurm. Stufenaufstieg. Boah, kann man jetzt hier viel machen, ne? Ich glaube 14 ist gut. Stärke 25. Kondition 16. Muss mal gerade gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich Intelligenz, so Intelligenz ist hier was? Weisheit, glaube ich. Ich kann mein Elden Ring nicht mehr aufmachen. Das, ah, jetzt geht's. Ich weiß nicht, wie ich mich scalen soll. Was, ne? Denn? Ich weiß gerade auch nicht. Ich glaube, ich habe immer lieber ein bisschen mehr Kraft als Stärke. Aber bei Glaube weiß ich halt einfach nicht, ob ich was reinpumpen soll, ne? Ich mach jetzt einfach so. Egal. So. Was ist denn, Henry? Warum macht ihr aus? Soll so. Der runterkommen? Geil. So, damit haben wir uns zu Göttern hochskaliert. Das war eine schicke Runen-Donation. Ich kann zwar die Helebarde noch nicht einhändig nehmen, aber das ist egal. Echt? Immer noch nicht? Nee, 30 Stärke. Das. Heftig. Jetzt kann ich das hier auf jeden Fall wieder anziehen. Und was ich auf jeden Fall mache, ist, ich nehme hier die Federfüße wieder raus. Wieder raus? Ja, ich habe die aus der Schnellleiste gehabt. Ach so, das habe ich gar nicht gemacht. Ja. Geh jetzt mal hier rein, Fastung verrot. Na, da kannst du ja noch das Item holen. Shit, ich muss ja auch rein. Oh, die hier sind stark, ey. Ich weiß noch, da bin ich... Ja. Ich bin tot. Krass. Und noch ein Discounter. Das war jetzt aber schön. Gut. Ich bin ja dann jetzt weg, gell? Ja, ich auch. Dann bei der nächsten Runde holen wir uns den Penner. Genau. Also langsam, Leute, hier vielen, ist Kamera. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Hast du jetzt absolutes getan, du Fest. Dobi? Es war richtig geil. Es ja, wird auf jeden geil, Fall weitergehen. Und folgt mir auf Discord. Jeden Fall. Folgt mir auf Discord. Folgt mir auf Discord. Ja, weil da gebe ich was bekannt. Die Tage, an denen wir streamen. Weil Stampers und ich machen das immer recht spontan. Und deswegen müsst ihr da immer aufhorchen, wann wir da streamen.